Hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Wir sind hier im höchstwahrscheinlich letzten Kampf. Ich glaube, den Satz werde ich noch ein bisschen öfter sagen müssen. Und ja, wir sind gerade mitten im Kampf gegen die Mäuren, deren finalen Form oder was auch immer das sein soll. Und ja, wir haben uns gut angestellt beim letzten Mal und ja, wir machen da mal weiter und geben den auf die Fräse. Jetzt haben wir hier wieder drei Leute, die wir sogar Erfahrungspunkte und so kriegen. Ne? So, Cloud hat gesagt, der kümmert sich um den, also schnappen wir uns den. Ne? Gott, bin fast tot. So, okay, das Problem ist, du hast fast keine ruhige Minute hier, glaube ich. Ich glaub, der eine geht auch. Nee. Mach ich das mal den hier. Ja, du kannst mich nicht treffen. Doch, keine Ahnung. Nein, ehrlich. Haut der einfach ab. Oh. Was ist das denn für ein billiges? Super. Und mir wird schon wieder die Heilung verwehrt. Ich habe da gerade noch gesehen. Vitra. So, Vitra. Und die haben sich verbunden. Sehe ich gerade. Okay, ja, trotzdem noch. Hören. Mein Gott, geht das schnell. Warum geht ein Schattenklipse? Das ist eine Musik im Hintergrund. So, Leviathan, Shiva. Ich habe mal Bock auf Shiva. Schon lange nicht mehr gesehen. Aus wie ein Drache. Gegen Drachen sind Eis effektiv. Eisattacken. So, ah, Gott. So, kann ich dich jetzt mal Bahamut, Moira? Okay. Wer ist denn Bahamut? Von den Moiren, in den drei Wesen raus von Moira. Okay. Oh nein, Mega Flair. Oh Gott. Ah, das wird wehtun. Gott. Ach, was darf nur nicht so auf seine blöde Dings hier raushauen. Eine Mega Flair, das wäre sehr doll. So, oh, nee, das ist war ich dachte, der Limit. Dreck. So, heilen wir uns mal alle hoch, ne? Wieder nach dem Plan, ja, gut. Nicht gut, dass ihr mir zustimmt. Ah. Ah. Okay, ist gut, ist gut, ist gut. Geh bitte nicht auf mich los, wenn es geht. Ich bin am liebsten noch bei allen hier Regener drauf ballern. Weißt wie lange das hier noch immobilisiert? Himmelsschlag. Hier. Nein, bitte nicht Aeris töten. Wenn es geht. Kann doch kann geil werden, gut. Eisabfrage. Ja, komm, wird schon Schaden machen. Oh, oh, das hat sogar echt Schaden gemacht, blöde. Schattenklipse war nicht ein Dings. Feindskampffähigkeit im Original. So, der hat mich gerade angegriffen, aber dann kam sie mit ihrer Attacke rüber. Gut. Den abgebrochen. Das wisst ihr, wie sich das anfühlt. So. Gut. Boom. Oh nein, jetzt will ich noch mal gegen die kämpfen. Tanz des verwunschenen Schwerts. Jetzt noch mal extra analysieren, deren AP zählen oder was? Ah. So, ich habe noch Regener und so, ne? Ja. Da fällt mir gerade ein. Okay. Auf mich die ganze Zeit hier wegzuhauen. Ne? Ich komme wortwörtlich nicht dazu, meine Angriffe hier durchzuführen. Weil die einfach immer weiter dazwischen hauen. Aber ja, ich mache fertig.
Boom. Schon fast aus, als würde das für ihn sein, ja, ne? Noch Klingstrahl, vielleicht habe ich wieder einen auch noch. Ja. Mädels, helft mir, haut auf den drauf. Oh. Hi Barrett. Hey, gut gemacht. Oh, hi. Schon wieder ein Spoiler. Leute. Ich glaube, die gehen davon aus, dass jeder das Spiel gespielt hat, ne? Was ja auch gut ist, ne? Was natürlich der Fall ist, obwohl ich schon bei einigen Let's Playern reingeschaut habe und die absolut keine Ahnung von dem meisten Zeug haben, was im Spiel passiert. Man redet jetzt nicht von diesen Sachen hier, die ja niemand kennt, sondern was im Original schon der Fall war. Aber ich sag ja nichts. So, seid ihr beide? Ich glaube, wir haben nur gleich beide. Wir sind beide. Noch eine Granate. Sternstaubstrahl. Oder ist die Szene wieder, worüber es ein Video auf YouTube gibt? Streamers react to that vision, that in groß geschrieben alles. Ja, da haben wir sie schon wieder gehabt. Alles Spoiler, will doch nicht gespoilert werden. So, ich nehme an, die Limits verschwinden sowieso wieder. Deswegen mache ich jetzt einfach. So, ich gehe einfach. Ne, der steht doch nach hinten. So, jetzt aber. Guck mal. Ich wollte schon sagen, beweg dich einen Schritt zurück. Und das war's mit meiner Fähigkeit. Auf ihn, auf ihn, auf ihn. Keine Ahnung, Hakentritt. Immer noch ein paar P, obwohl ich weiß gar nicht, warum ich immer noch Geld krieg oder warum die Geld haben. Ja, verdammt, gigantische Spoiler. Ich meine, der meine Szene davor war ja noch ein bisschen subtil, aber das war jetzt ein bisschen Gott verdammt. Vorhin die Szene, die davor kam, die war ja noch so ein bisschen zurückhalten und nicht so offensichtlich, aber die jetzt war schon okay. Komm, Dreck. Oh Gott, irgendwas passiert da. Irgendwas von Final Fantasy 10-2. Aber platt hier so. Hau das Ding kaputt. 1400. Da kriegen wir den nicht kaputt und der muss wieder. Muss noch mehr gegen den anderen Viecher hier kämpfen. Ne? So, da waren eine Menge Erfahrungspunkte. Das ist aber noch nicht, ne? Da kommen noch mehr Spoiler. Oh, ich bekomme ja voll die Framerate-Einbrüche. Beeil dich, Cloud. Was geht hier vor? Ich werde alles eine Full Motion Video. Das ist.
Oh Gott. Sephiroth. Genau wie in Advent Children. Jetzt macht einer auf Semnas und wirft Gebäude auf uns. Das Lied. Ich brauche nicht ins Menü gehen. Jetzt beenden wir es. Das ist der finale Kampf, oder? Beuge dich dem Schicksal. Klar. Gott. Schnauze. Au! Der blockt einfach alles. Denn natürlich kommt das Lied im Hintergrund. Unbekannt. Ist sie sicher? Es ist ein interessanter Remix von Ein geflügelter Engel. Was ist los, Cloud? Ist das alles? Ja, ich kann auch blocken. Was machst du jetzt? Der geht immer. Okay, der macht irgendwas. Ah. So, warte mal, ich tue mich erstmal hier set up, ne? Alles im Griff. Erinnerst du dich? Ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber mir gefällt irgendwie der Remix von dem Lied nicht. Ich hoffe, das geht ein bisschen mehr ab noch. Mach ich, ja. Ich kann noch kontern. Aber ja klar, der sein eigenes Kampfthema mitbringt, ne? Hat er schon in Kingdom Hearts und so gemacht. Spoiler, Sephiroth kommt in Kingdom Hearts vor. Nicht so, als hätte ich schon alle Teile Let's Play, ne? Was soll ich dagegen machen? Vielleicht hätte ich mal Reflex. Ich habe gar keinen Reflex, glaube ich, ne? Seit überhaupt in dem Spiel, ich habe mal gesehen, wie Gegner eingesetzt haben. Steht einfach so da. Ah. Ja, was? Ich war gerade kurz davor, dich zu schocken. Du nimmst mich jetzt hier auf den Arm. Danke. Boom. Oh, das ist cool. Das ist irgendwie nicht, das ist nicht eingeflügelter Engel, das ist okay, da ist doch eingeflügelter Engel, aber das ist ein Mix aus eingeflügelter Engel und Sephiroths Thema, also und wie ein echter Profi gerade gesprochen, ne? Ja, ich bin mir sicher, da gibt es irgendwie, weiß ich nicht, ein etwas gekonnten Weg gegen den zu kämpfen, aber ich schaue einfach nur so lange auf, bis der irgendwann umfällt. Bis der klappt hat. Ich hoffe, der kann nicht auch irgendwie. Ich hoffe, der kann nicht den Angriff eingeflügelter Engel. Also wurde all meine HP und MP auf 1 runter reduziert. Das ist so ein Ding, das viele finale Bosse in Final Fantasy tendieren, hier zu machen. Was war hier? Boom. Sollte ich vielleicht mal ein bisschen öfter machen. Wo bist du?
Ja, Steve, hi. In der Klemme? Nicht wirklich. Bist du bereit? Immer doch. Hast du Spaß? Ich glaube, ich tue jetzt irgendwie mehr Kontern. Ja, ich glaube, das wird es ein bisschen einfacher machen. Ich werde immer noch voll aufgetroffen dadurch, aber egal. Ja, jetzt von meiner Limit-Attacke. Der Grot, zack und schlipp und stich und nach oben zieh. Ja, oh, ist dann natürlich wieder weg. Oh gut. Ja, geil. Gott, ich war gerade im Angriff, Kollege. Ja klar, jetzt kommt er mit seinen Flügel. Okay, jetzt hört es dann schon eher an. Jetzt ist Schluss, kapiert. Hey, wo ist dein Abrissbär, ne? Flehe um dein Leben. Übernimm du. So, ich würde sagen, das erste, was wir natürlich machen, ist. Okay, jetzt ist der Lied schon eher. Ich hab noch geblockt, du. Okay, da fehlt nichts. Ja, okay, jetzt hört sich das schon eher so an, was ich mir vorgestellt habe. Da können die Entwickler mal erklären, warum der einen Flügel hat. Ich sag jetzt einfach mal, der modernere Sephiroth wird irgendwie überall mit einem Flügel auf dem Rücken angezeigt. Im Original hat er nicht ein einziges Mal einen Flügel gehabt, außer im letzten Kampf. Aber da war der schon gar nicht mehr. Man sieht den immer irgendwie in dieser menschlichen Form. So, Ifrit, komm. Ich war gerade am Beschwören, danke. Alter, kannst du mal, ich tue meine Attacken ja auswählen, dann kommt der direkt. Ich kann schwören, ich habe Barrett gesagt, er soll Ifrit rufen. Danke. Ja, keine Ahnung, jedes Mal. Sephiroth in Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 2, Gwent Children und so. Man sieht den immer in dieser menschlichen Form und einen schwarzen Flügel am Rücken. Im Original, in seiner menschlichen Form, hat er nicht ein einziges Mal einen Flügel am Rücken gehabt. Weiß ich nicht. Ich glaube, der geht auch nur auf mich rein. Ah. Okay, der geht mir gerade ein bisschen. Nüsse. So, machen wir nochmal Atomisator. Ist irgendwie traurig. Ich habe schon so viel Schaden bekommen, dass ich zweimal meine Limit-Attacke einsetzen musste. Da hat fast gar nichts abgezogen. So, Barrett, Ball auf ihn. Tifa, mach harten Tritt. Aber warte, ich dachte, du warst anfällig gerade. So, bitte nicht abbrechen, bitte nicht abbrechen, danke. Ich glaube, ich will nur kontern, ey. Geht irgendwie nur auf mich. Feuerpol. Was sind das für Angriffe, die du machst? Ja, komm her. Konterstellung. Ich bekomme dadurch gar keinen Schaden, kann das sein, ne? Oh, hi. Oh Gott. Das ist eine riesige Explosion. Gott. Feuer der Hölle. Er steht jetzt einfach nur da, ne? Pass auf. Oh doch, das hat Schaden gemacht. Nein, ich wollte das Konter machen. Ich würde mich sehr viel sicherer fühlen, wenn ich Aerith auf meiner Seite hätte, ne?
Nein, greif doch an. Nein, zu spät. Sephiroth. Ja, die sagen auch Sephiroth. Die sagen nicht Sephiroth. Irgendwie nur in der englischen Version, wo ich die meisten Let's Play schon so reingeschnuppert habe, wird auch Sephiroth gesagt, nicht Sephiroth. Sehe nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, du kommst auch bestimmt auf mich los, ne? Warte mal, was? Eisbrocken? Na klar, du kommst wieder los. Ich hätte irgendwann. Ich hab irgendein. Ah! Hilfe! Ah, ist doch gut. Oh, die können sich in der Luft jagen, alles klar. Ich möchte mal die Dinger hier analysieren. Bestimmt auch ein Eintrag oder so, ne? 89, leicht resistent, ehrlich. Okay, weißt du was? Ich gehe auf dich. Konnte ich jetzt einfach drauf. Ah, ich glaube. Okay, haben wir noch überlebt. Hilfe! Oh nein! Danke. So, du zeigst mir dein Limit, ich zeig dir mein Limit. Sieht jetzt fast aus wie ein Limit-Angriff, was der da macht. Das ist ein Achtkant-Dingen-Angriff. Ja, super. Das ist jetzt, wenn Cutscenes mir den Kampf reinpushen. So, wir die heilen den jetzt hoch oder irgendwie sowas. Schattenflamme. Oh Gott. Bitte sag mir nicht, da ist ein Timer. Das ist ein Timer, oder? Das ist sowas von Timer. Gott. Ramin. Oh, da ist echt ein Timer. Ich will aber schon gerne wissen, was passiert, wenn der Timer abläuft. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Ah, oh Gott. Mega Trank. Das halt noch nicht mal annähernd was. Hat jemand Barriere oder so? Ich glaube nicht, ne? Barriere Durchbruch. Reduziert vorübergehend erlittenen Schaden. Ja, das ist nicht schlecht, ne? Uns mal. Ich würde schon gern wissen, was passiert. Der Time abläuft. Ganz ehrlich bin. Ah, selbst wenn ich das versuchen würde, würde ich das nicht schaffen, hier den zwei Leben rechtzeitig. Ich mal gucke ich mal an, was hier passiert. 8. Oder bietet. Na, oh Gott. Flatten er noch? Keine Ahnung. Da hat er 500. Ah, die hauen ihn doch kaputt, bevor die abläuft hier der Countdown. Oh nein. Nicht das. Oh Gott. Oh, das geht nur gegen einen Charakter. Ausgezeichnet. Ah, eingeflügelter Engel. Genau so heißt das nicht. Herzloser Engel, nicht eingeflügelter Engel. So, weiß ein Timer. Die Gefallen, dass ich den Kampf noch mal neu machen muss. Ich würde gerne mal sehen, was passiert. Aber ich glaube, die hauen den schon. Ja, die hauen den kaputt. Dreck, verflucht. Oh Gott, geht doch mal weg von dem. Nee, nix. 6, nee, tief haut den kaputt. Oder Cloud. Außer ich muss den. Ja, ich muss den. Ich muss den Gnadenstoß anrichten. Dann machen wir eben den Kampf noch mal neu. Ich will. Da kommt da bestimmt eine Cutscene oder irgendwie so was noch. Oh, herzlose Engel. Kann man nicht aus dem Weg gehen, ne? So schwer war jetzt der Typ auch nicht hier bis hierhin zu gelangen, so.
Wir müssen einen Counter. Du gehst ein bisschen langsam runter mit dem Counter, habe ich so Gefühl. Glaube ich erst bei 6 oder so. Ah! Oh, ich habe Probleme. Ja. Das geht aber auch echt nur auf mich, ne? Die anderen werden nur hier hin und wieder mal getroffen, ne? Ganz ehrlich, ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn das nur ein bisschen wenig Schaden macht. Wir hätten sogar überleben würden. Da bin ich von der anderen Attacke von dem gewöhnt. Im Original. Ich dachte nur Supernova. Ah. Aber ich rechne mal damit, dass wir hier drauf gehen jetzt. Aber guck mal, ich hätte den locker besiegen können, bevor der Counter abläuft. Also. Wie soll man denn irgendwie hier dazu kommen, irgendwie davon getroffen zu werden? Ne? Muss auch voll die Seltenheit sein. Ist ja schon anstrengender, hier irgendwie auf den Counter zu warten, als weiß ich nicht. Oh, der letzte hat mich noch getroffen, ehrlich. Die anderen Dinger haben mich ausgewichen. Ich sagen dann nach dieser Cutscene, ich nehme jetzt mal an, da kommt eine Cutscene irgendwie so, ja, die Welt ist untergegangen oder so. Eins. So, jetzt komm mal. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wohl eigentlich doch. Heute schon. Schattenflamme. Mein ein Feindes können Zauber hieß irgendwie so. So, stehe in der Wille, dann wird Bird schon überleben. Das wäre es jetzt natürlich, ne? Der Counter hier abläuft und weiß nicht. Ich will nicht schreien hören. Ja, aber was stehst du im Dach? Die Sachen. Ah, Mann. Boom. So, jetzt zeig mal, was passiert hier. Der Counter abläuft. Game over, ne? Pass auf. Und dann kannst du aber auch mal ein bisschen schneller machen, ne? Ich muss dir wortwörtlich nur einen Schlag geben. Also. Mein Gott. Ja, da wird dort nichts mehr. Komm schon. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der irgendwie absichtlich hier drauf geht. Um zu sehen, was passiert. Und so dankst du es mir. Urteilsspruch des Schicksals. Ah ja. Ah ja, das sieht nach Tod aus. Okay. So, ich weiß nicht. Kampf beginnen. Ab den ersten Kampf, den aktuellen Kampf. Bisher verdient Erfahrungspunkte bleiben dabei erhalten. Nein, aber doch voll doof. Also muss ich noch mal gegen dieses Riesending kämpfen oder so, ne? Ja gut. Weiß nicht, ob danach noch mal was kommt irgendwie so. Aber wenn, dann machen wir den nächsten Part dann, wenn ich hier gegen Sephiroth noch mal kämpfe, ne? Jetzt gedacht, da wäre schon irgendwie mehr, weil wenn Final Fantasy 10.2, da hatte der Finalboss auch einen Counter und wenn der abgelaufen ist, dass er so extra eine Cutscene und so gesehen hier, ja, taub bösewicht Dingen hier hat irgendwie die ganze Welt in die Luft gejagt mit einer riesen Kanone. Ja, ich muss von ganz hier anfangen. Na gut, kann man ja machen. Nicht so lange gedauert, war auch nicht so schwierig, ne? Jetzt beenden wir es. Aber das geben wir uns dann im nächsten Part. Ne? Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.